Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Tavern Master. Und gleich zu Beginn des Spiels hier haben wir eine Forschung freigeschaltet, sehr schön. Und als nächstes können wir uns dann um die Requisiten für die Suppe bitten. Bisschen kümmern oder aber Milch, Apfelwein und Met freischalten. Was nehmen wir denn? Ach, ich glaube, die 50, die kriegen wir schneller voll. Am nächsten Tag müssen wir uns ja sowieso so ein bisschen dem Ausschenken von Wein widmen. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. So, machen wir hier ein bisschen Turbogang, damit wir die Weinverkostung auch erreichen in dieser Folge. Und meine Kellnerinnen wuseln hier ganz ordentlich. Ich frage mich, ob die hier gut zu Rande kommen, aber ich glaube eigentlich schon. Da brauchen wir noch keine Viertel. Aber spätestens, wenn wir dann hier irgendwie so eine zweite Bar oder so haben, ist es auf jeden Fall Zeit dafür. Da geht dann auch kein Weg dran vorbei. So, die Köche hier. Oh, wir haben ein neues Gericht, das weitergeschaltet werden kann. Wir können den Käse verbessern. Statt 35, 55. Geiler Scheiß. Das ist doch mal nett. Das lohnt sich dann so richtig. Tja, der Tag ist vorbei. Der nächste Tag kann kommen. Ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt wird. Wir haben auch über 1000 Gold jetzt verdient. Nächster Tag, bitteschön. Macht jetzt hier mal schön die Tische noch sauber. Und ich muss mal die Forschung umschalten, glaube ich. Damit wir das hier fertig kriegen. Los geht's. Wir haben die Weinverkostung. Oh, jetzt kommen hier diese ganzen Abenteurer zurück. Und haben uns Käse gebracht. Super, Käse ist prima. Und jetzt wird's hier voll. 25 von 30. Na, da fehlen doch noch zwei. Passen die nicht auf die Tische? Bänke, Sitzplätze, was auch immer? Na? Oh, das ist natürlich doof. Ich muss jetzt noch einen neuen Tisch kaufen, offensichtlich. Sonst haben wir nämlich nicht genug Platz für die ganzen Gäste. So. Na, sowas aber auch. So, jetzt kann ich alle Leute bedienen. Weiter geht's. Und ihr wollt jetzt natürlich alle Käse essen, hoffe ich mal. Und sehr viel Wein trinken, damit sich der ganze Spaß hier auch lohnt. So, was brauchen wir von euch? Jetzt habe ich noch ein paar übrig. Ja, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich hole noch mal ein paar Erdbeeren, weil es so schön war. So. Mal gucken, wie viel das jetzt hier bringt. Oh, das geht aber richtig gut raus hier. Mensch, so gehört sich das. Und alle trinken ordentlich und fleißig Wein. So muss das sein. Kommt, gebt mir ordentlich Punkte hier. Los geht's. Hopp, hopp, zack, zack. Es ist aber schade, dass bei diesen ganzen Veranstaltungen die komplette Taverne gesperrt bleibt. Also ich fände es viel besser, wenn man die Gelegenheit hätte, dann in einer Ecke halt diese ganzen Leute zu bedienen und in der anderen Ecke dann, keine Ahnung, das Thema dann zu erledigen, auf gut Deutsch. Dass dann halt die normalen Gäste noch durchkommen. Ich meine, hier lohnt sich das wenigstens, weil die ordentlich Wein zechen und auch ordentlich Käse essen, aber naja, also die Limonadennummer beim Stammtisch, die ist jetzt eher nicht so der Burner. Finanziell gesehen. Oh, mein Wein geht langsam alle. Upsala. Gott, wie viel trinkt ihr denn bitte, Leute? Das ist ja mal richtig krass hier, die Weinverkostung. Aber gut, wenn man hier so diese Becher sieht. Boah, what the fuck, ey, wie viel Wein ist das? Krass. Also, da geht schon was bei rum. Kann man sich nicht beschweren. Ha. Ja, ich bin jetzt auch nicht traurig drum, ehrlich gesagt. Die dürfen jetzt hier gerne noch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht sind sie auch ein bisschen länger da als die Jungs und Mädels vom Stammtisch, weil die machen ja dann irgendwann so gegen 20 Uhr die Schotten dicht. Oder 21 Uhr. Wobei, die ersten gehen jetzt schon. Ha. Seid ihr schon fertig? Danach kann ich nicht mal die Bude nochmal neu aufmachen, was mich echt ärgert, um noch ein paar von den Nachtschwärmern hier reinzulassen.
Wow. Hier wurde mal richtig ordentlich verkostet. Ach du lieber Himmel. Okay, das war hier definitiv der Club der nicht mehr anonymen Alkoholiker, sondern der Club der neu gewonnenen Alkoholiker. Puh. Aber immerhin, jetzt fehlen uns nur noch 10 spezielle Gäste, damit die Sache hier weiterläuft. So. Ja, läuft doch. Wir haben zumindest noch ein bisschen Plus gemacht bei dem ganzen Spaß hier. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und hier kommen die Abenteurer wieder rein. Käse. Erdbeeren. Okay, dann schicken wir sie wieder los für Käse und Erdbeeren. Oh Mann. Mal gucken. Ein paar Pilze. Irgendwann brauchen wir die sicher auch noch. So, mal schauen, wie die Forschung aussieht. Hier haben wir genügend Frische. Jetzt muss ich doch mal gucken, wofür dieser Schneidetisch ist. Wofür ist denn der? Was kann ich denn mit dem Ding hier machen? Was bringt der an Möglichkeiten? Hat das jetzt irgendwie neue Gerichte freigeschaltet? Ah! Fischsteak und Steak. Was ich beides mit diesen eh schon vorhandenen Sachen machen kann. Okay. Na, das ist ja mal lustig. Super. Da freue ich mich doch ein bisschen. Weil das hier so Sachen sind, die kann man definitiv gut noch in die Karte reinpacken. So. Ich brauche hier definitiv mehr Obst. So, wie sieht's mit den Aufgaben aus? Ja, das hier haben wir noch nicht geschafft. Ich muss das definitiv hier über diese Nummer machen. Und über die seltenen Kunden. Boah. Eieiei, okay. Dann machen wir mal wieder den Turbogang. Ich hätte mir ja echt gewünscht, dass wir hier noch so ein bisschen mehr seltene Kunden tatsächlich mal begrüßen können. Aber diese 2% Chance, das ist halt echt zu wenig. Und es dauert ewig, bis diese ganzen Gerichte mal so weit gelevelt sind, dass hier wirklich auch die Chance signifikant steigt. Also 2%, das ist ja nichts. Und ein königlicher Gast, naja. Also im Ernst, das ist ja nichts. 1%, das wird im Leben nicht passieren, glaube ich. Außer ich packe jetzt hier richtig viel Geld in die Musikanten oder so. Und das, ja, so viel verdienen wir ehrlich gesagt noch nicht, dass sich das echt lohnt. Aber ich glaube, jetzt wird es auch langsam Zeit für A, einen neuen Tisch und B, eine neue Mitarbeiterin. So. Hier haben wir noch Platz für eine nächste Kellnerin. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, erhält 5 Gold Trinkgeld für jedes servierte Essen. Das nehmen wir. Geiler Shit. Eine weitere kann nicht schaden. Vor allem, wenn sich hier schon wieder die Becher stapeln. Ach ja, nee, das wird schon. Wir haben ja hier jetzt schon eine richtig riesige Taverne. Also gefühlt zumindest. Wenn ich das so mit den 2 Tischen vom Anfang vergleiche, ist das hier schon eine etwas andere Nummer inzwischen. So. Machen wir hier mal Pause und machen die Requisiten für die Suppe. So, los geht's hier. Kommt, Leute. Zack, zack. Das wird. Ach ja. Wann kann ich denn die nächste Veranstaltung machen? Ich glaube mal, das Sinnvollste wäre wirklich. Wie viel brauche ich denn jetzt hier für die verschiedenen Forschungen noch? 10 brauchen wir hier, 24 brauchen wir hier. Puh! Also ich glaube, den Apfelwein und so, das machen wir dann hier. Hier sind wir leider noch nicht. Das Arbeitsjubiläum, 50 Gäste wäre natürlich super, aber das haben wir halt einfach noch nicht. So. Oh, Bettina mehr als 80 Kunden pro Tag. Cool.
Okay, dann schaue ich doch mal, ob ich hier noch eine beliebige Zutat kaufen kann. Yep. Dann hätten wir die auch. Kirschtorte haben wir leider erst 11 von 17. Nun ja. Oh, das gab jetzt hier ein Minus, aber ich habe jetzt auch einiges neu gekauft gehabt. Das ist natürlich nicht erstaunlich. So, hier haben wir unseren Käse und hier haben wir unsere Erdbeeren. Also ich glaube, Erdbeeren habe ich inzwischen echt genügend auf Vorrat. Pilze. Na, schauen wir mal. Nee, das ist mir jetzt zu riskant. So, habe einen Durchschnitt von 48 für Essen. Ja, so gut sind wir noch nicht. Besitze 5 Teppiche. Okay, einen weiteren kaufen kann ich schon. Das ist nicht das Thema. So, warte mal. Hier muss ja eh noch einer rein, damit das hier wieder hübsch wird. Zup. Schauen wir mal, ob es reicht. Ja, ich habe ein neues Rezept gelernt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Erdbeerkuchen. Wie gut, dass wir Erdbeeren haben. Super. Und das bringt jetzt auch noch richtig Geld. Also das sind die Rezepte, die sich definitiv lohnen. Sehr schön. Und hier geht der Kirschkuchen raus. Vielleicht schaffen wir den Erfolg auch noch. Ach ja, nee, das ist ja hier schon ordentlich Party. Kann man sich nicht beschweren. Kommt Leute, bringt mir Geld. Ich brauche es. Wow, 50 königliche Gäste. Ja, nee, 5 goldene Gäste. Boah, 50 goldene Gäste. Ich frage mich, welches Event das dann sein muss. Warte mal. Schauen wir mal, welche Events denn goldene Gäste bringen. Die Schlachtsiegfeier. Aber da sind natürlich nur 40 drin. Ha, 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 ha. Ganz schön verarsche hier. Okay, Annabelle ist besser geworden. Was kann sie denn? Ich glaube mal, ich gebe ihr ein bisschen tragende Geschwindigkeit. Und Leopold ist auch besser geworden. Boah, die sind ja echt schweineteuer, die Jungs und Mädels. So, ein Getränk mehr. Wir haben ja hier auch guten Durchsatz. Wenn dann mal wieder so ein Wein-Event ist, dann kann er wenigstens 5 Gläser auf einmal rauspallern. Oh mei. Oh, jetzt müssen wir hier mal wieder nachfüllen. Und hier, wie sieht's hier aus? Ganz brauchbar, aber ich glaube, ein bisschen Fleisch müssen wir schon kaufen. So. Nachdem wir jetzt hier tatsächlich so viel Steak und so weiter auch haben. Oh, Maria hat auch gelevelt. So, du darfst dich dann auch nicht tragend schneller bewegen. Tja, es geht voran. Definitiv. Ordentlich Party. Oh, die Forschung habe ich auch fertig. Sehr cool. Die Requisiten für die Suppe. Am nächsten Tag müssen wir dann diese Forschung hier machen. So, wir haben ein bisschen Geld verdient. Sehr schön. Oh, warum kommt denn jetzt hier schon wieder ein... Ah, okay. Der nächste Dieb wollte vorbeikommen. Da hat sich dann wenigstens der Gale mal gelohnt. Unser Wächter. Also er steht nicht nachts vor der Tür, dass wir das sehen können, sondern nur bei solchen Events. Aber ist auch okay. Kann ich mit leben. So, dann lass uns mal hier den Käse abholen. Wir brauchen mehr Käse, liebe Leute. Wir haben hier offensichtlich Leute, die dann ordentlich Käse reinballern. Und ein bisschen Erdbeeren können wir auch brauchen für unseren Kuchen. Aber ich glaube, Erdbeeren haben wir wirklich genügend auf Vorrat. Nur Käse halt jetzt. Naja, gut. In der einen Truhe haben wir genügend Käse, in der anderen nicht. Aber es läuft. Ein bisschen mehr Gemüse können wir auch brauchen. So, kaufe ein Waschbecken für die Küche. Wo kriege ich denn jetzt hier ein Waschbecken her? Ist das für... Warte mal. Ist das für die Suppe? Ich guck mal eben. Becken. Gewürzregal. Okay. Kessel. Ich glaube, ich brauche eine neuere. Ich brauche eine größere Küche oder so, wenn das hier.
Gut, schauen wir mal, was wir hier alles so kaufen. Ein Gewürzregal. Und ein Kessel, okay. Warte mal. Vielleicht muss ich das aber so hinstellen. Mal schauen. Da haben wir alles Entscheidende. Wir können jetzt also auch Suppen herstellen. So, mal gucken, was haben wir denn jetzt hier so an Rezepten? Tomatensuppe, Lauchsuppe und Gemüsesuppe. Ja, super. Leute, wenn ihr gerne Suppe essen wollt, immer her damit. Ja, ich habe das schon verstanden. Oh, wir können den Käse leveln. Geil. Jetzt haben wir Level 2 Käse. Super. Für die Weinverkostung hier ist das perfekt, weil die wollen ja nur Käse haben zum Wein. Ein bisschen Käse zum Wein. Oh mei. Oh, wir haben einen richtig guten Durchschnitt. Super. Aber leider sind wir noch nicht bei den 300 Gold und auch noch nicht beim neuen Rezept. Und die Elite-Kellnerin, die hätte ich auch echt gerne. Also wir haben hier noch so richtig vor uns. Boah, das ist hier ein Mega-Rezept. Okay. Also hier kommen so die richtig krassen Sachen ganz am Schluss. Leider. Also ich glaube, so weit schaffen wir das hier ganz bestimmt nicht mehr. Das müsst ihr dann schon im Spiel selber entdecken, glaube ich. Wenn ihr den Bock darauf habt. Also ich wäre sehr neugierig darauf, eure Meinung zu diesem Spiel hier zu erfahren. Ich meine, es ist jetzt hier etwas actionarm. Die Action passiert hier, während die Kellnerin durch die Gegend rennen wie die Blöden. Was? Fässer sind leer? Habt ihr die ganzen Wein weggesoffen? Ach Leute, echt jetzt? Wow, krass. Ja gut, aber angesichts der vielen leeren Becher ist das jetzt nicht erstaunlich. Jetzt muss hier ordentlich weiter getrunken werden. Oh Mann, krass. Also die zechen hier ganz ordentlich, die Leute. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? 50 seltene Kunden bedient. Yeah. Und da haben wir unsere 300 Gold. Wenigstens ein bisschen was verdient. So, schauen wir mal, ob das hier noch was wird. Aber ich glaube nicht. Nee. Aber zumindest haben wir jetzt die Forschung für das, für das eine Fässchen mit Met und Apfelwein und so weiter durch. Das heißt, unsere Menge an Möglichkeiten erhöht sich auch nochmal deutlich. Boah. Oh, what? Okay. Alter Schwede. Okay, also hier haben wir jetzt ein Kombifass, das von oben bedient wird. Okay, jetzt haben wir auch richtig Verlust gemacht, aber angesichts dieses Kaufs kein Wunder. Aber das ist jetzt hier mal so eine richtig königliche Paar. Meine Güte. Wow. Verteidige dich einmal gegen Diebe. Naja gut, das, da sind wir jetzt noch nicht. Puh. So, haben wir jetzt noch irgendeine Forschung, die sich lohnt? Die wir eventuell hinkriegen? Ich glaube nicht. Tja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da brauche ich dann demnächst mal wieder irgendein Event, fürchte ich. Und wir brauchen wieder Käse. So, mal gucken, wie das mit unseren Essensvorräten ausschaut. Erdbeeren haben wir noch eine Menge. Ich spare schon mal so ein bisschen Pilze. So, das war's aber. Mehr gibt's nicht. Aber das ist hier natürlich ziemlich göttlich. Jetzt hier so eine große Auswahl an Suppen zu haben. Aber ich glaube, die Leute sind da nicht so scharf drauf. Muss ich jetzt hier als nächstes... ja, gut. Dafür reicht unsere Zeit auch nicht mehr. Also, die nächste Möglichkeit hierfür... Oh, wir hatten hier noch weitere seltene Gäste. Okay. So, offensichtlich haben wir hier noch irgendwas angezogen. Diese 2% Chance auf Gäste hat offensichtlich ein bisschen geholfen. Hier so ein, zwei Leute reinzubringen, die cool sind. Ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich noch bis zum Ende der Folge hier, das voll zu machen. Für die unbegrenzten Köche. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht die größte Hoffnung. Ich möchte einfach nur noch ein bisschen Geld verdienen.
Das wäre aber echt cool jetzt, so ein, zwei noch, die das hier beenden. Aber es ist schade, dass man hier einfach nicht sieht, welche Art von Gästen in der Taverne drin sind. Wir haben hier zwar einen Durchschnitt, aber wir sehen halt nicht, was gerade da ist. Das fände ich so als Verbesserung noch ganz cool, wenn man das sehen würde. Von wegen, aktive Gäste sind so und so viele da. Und von der Sorte A sind so viele, von Sorte B sind so viele, etc. Dass man halt ein bisschen mehr Übersicht hat. Also das fände ich zumindest hilfreich. Aber ansonsten geht's auch so ganz gut. Naja, ich meine, wir können uns ja nicht beschweren. Die Bude hier ist ganz gut voll. Ja, und wir haben tatsächlich genügend Leute gehabt. Geil. Das ist doch mal nice. Cool. Eine beliebige Forschung haben wir geschafft. Und wir haben noch ein Level-Up gehabt. Ach nee, hier. Wir können unbegrenzt jetzt Köche einstellen. So viele brauchen wir aber nicht. Also zumindest nicht für... Bediene mehr als 70 Kunden pro Tag. Auch nett. Aber wir bräuchten jetzt hier einmal noch die Verteidigung gegen Diebe oder so. Das wäre schön, aber so viel Glück haben wir nicht. Dafür haben wir ordentlich Geld verdient. Das ist doch auch mal schön. Ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich jetzt aber mal verabschieden. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Let's Try von Tavern Master. Ich bin jetzt zwar noch kein Tavernenmeister, aber immerhin, wir sind ein bisschen vorangekommen. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie das Spiel so funktioniert. Macht es gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Let's Try wieder mit dabei. Und ja, wenn ihr einen Vorschlag habt von einem Spiel, das ich mal testen soll, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare oder meldet euch in meiner Discord-Community. Ich nehme gerne Vorschläge entgegen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben, und tschüss.